Mittlerweile haben wir schon die dritte Woche. Die dritte Woche geht wiederum, ja, Stammbaum von Jesus. Geht wieder um Stammbaum von Jesus. Und zwar in Matthäus Kapitel 1, Vers 15 bis 16 steht geschrieben: Matthan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von denen geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also der Vater von Josef hieß Jakob. Der Vater von Josef hieß Jakob. In Lukas Kapitel 3, Vers 23 bis 24 steht geschrieben: Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn von Jakob? Nein, von Elis. Der war ein Sohn Mattats. Ja, das steht hier geschrieben. Einmal Elis und einmal Jakob. Hier könnt ihr lesen Jakob und hier Elis. Also Lukas Evangelium berichtet, dass der Vater Elis hieß von Josef und einmal hieß er Jakob laut Matthäus Evangelium. Das könnt ihr hier lesen. Das ist ein klarer Widerspruch. Einige werden argumentieren und sagen, das geht einmal um Stammbaum von Maria und einmal um Stammbaum von Josef. Aber das ist Quatsch, weil wir sehen ja auch den Vater von Jakob, auch Matthan. Matthan zeugte, also hier steht Elu zeugte Elisa, Elisa zeugte Matthan und unten genauso. 1:1 derselbe Stammbaum. Es kann gar nicht sein, dass einmal Maria betroffen ist, obwohl Marias Eltern gar nicht Jakob hießen. Ja, oder was auch immer. Also der Vater hieß gar nicht Jakob. Das kann gar nicht sein, erstmal. Und zweitens, wie gesagt, der gleiche Stammbaum in Matthäus Kapitel 1, Vers 15 bis 16, kommt auch in Lukas Kapitel 3, Vers 23 bis 24 vor. Nur einmal ist es Jakob in Matthäus Kapitel 1, Vers 15 bis 16 und einmal ist es Elis, Lukas Kapitel 3, Vers 23, 24. Nun, das ist ein klarer Widerspruch, ob man das will oder nicht will.